Liebe Freunde des Berliner Doms, liebe Domgemeinde, liebe Familie des Staats- und Domchores Berlin, liebe Zuhörende und Mitsingwütige, es ist soweit. Heute ist schon der dritte Advent. Und ich hoffe, dass alle heute Morgen am Adventskranz ihre dritte Kerze angezündet haben. Das Thema unserer heutigen Adventssendung ist das Thema Blumen. Denn dass aus einem Dornenwald plötzlich Rosen blühen, das ist nur eines der zahlreichen Wunder und eine der Legenden, die mit der Advents- und Weihnachtszeit verbunden sind. Viel Spaß beim Zuhören und vor allen Dingen beim Mitsingen. Heute ist der dritte Advent und ich grüße euch herzlich. Bereitet dem Herrn den Weg. Das ist ein Satz aus dem Evangelium. Johannes der Täufer hat die Menschen dazu aufgerufen. Den Weg ebnen. Das heißt wegräumen, was da alles an Lebensgeröll so auf dem Weg liegt. All die fragwürdigen Lebensziele, all die alten Verletzungen, all die geplatzten Träume, die ganzen Enttäuschungen, die uns bitter werden lassen. Diese ganzen Hindernisse sollen weggeräumt werden, weil da etwas Neues beginnen wird. Adventszeit ist Wendezeit. Es soll anders weitergehen mit mir und Gott. Bereitet dem Herrn den Weg. Denn Gott kommt zu uns Unvollkommenen, zu uns Mittelmäßigen, Widersprüchlichen. Er will mit uns sein, mit uns, die wir mal selbstverliebt sind und mal maßlos und mal gebeutelt und mal alltäglich. Zu uns kommt er, zu uns will er. Wir warten darauf. Ich wünsche euch einen gesegneten dritten Advent. Heute am dritten Advent wollen wir uns mit Liedern beschäftigen, in denen es um Blumen geht. Weil das ist etwas ganz Besonderes, dass in der kalten Jahreszeit Blumen plötzlich anfangen zu blühen. Und eines der bekanntesten Lieder ist Maria durch einen Dornwald ging. Ihr und sie alle kennen dieses Lied. Singt kräftig mit. Und wir wollen uns wieder umschauen, hier vom Altar des Berliner Domes aus, mit unserem Freund, dem kleinen Bären und wunderschönen Blumen auf dem Altar. In zwei europäische Länder, nämlich einmal nach Irland und nach Ungarn, haben wir zwei Lieder mitgebracht, in denen es auch um Blumen geht. Zum einen ein Lied von einem kleinen irischen Verkäufer, der seine Stechpalme, sein Efeu in der Weihnachtszeit verkaufen muss, um Geld zu verdienen. Seht euch an. Kommt und kauft meinen jungen Efeu. Und ein Lied aus Ungarn, wo man die Atmosphäre der Puster mit besonderen Moll-Modal-Melodien hören kann. In diesem Lied aus Ungarn gibt es einen kleinen Kehrvers, den alle sofort mitsingen können. Er geht so.
Hochgeborener Königssohn, hochgeborener Königssohn. Und wir hier wollen genau das hören bei allen drei Strophen am Ende. Viel Spaß beim Hören und beim Mitsingen. Wir kommen vielleicht zu einem der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt. Es ist ein Ros entsprungen. Ursprünglich ein zweistrophiges Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert. Und die Textquelle lautet bei Jesaja: Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht.
Die Melodie zu diesem Lied wurde schon 1599 in Köln gedruckt. Und es wurde immer zwischen den beiden Konfessionen hin und her geworfen und die Texte erfuhren minimale Veränderungen, eine ganz detektivisch spannende Geschichte. In evangelischen Breiten hat es sich vor allen Dingen unter dem Satz von Michael Praetorius in die Herzen und Gemüter der singenden Menschen in der Weihnachtszeit eingebrannt. Praetorius, der übrigens im nächsten Jahr ein großes Gedenkjahr hat. Es ist ein Ros entsprungen. Wir hören alle drei Strophen und wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, den vierstimmigen Satz im Sopran, Alt, Tenor oder Bass mitzusingen. So, und auch am Ende unserer heutigen Folge am dritten Advent möchten wir wieder mit den beiden Adventsliedern Macht hoch die Tür und Tochter Zion schließen. Das ist jetzt die Gelegenheit, spätestens jetzt sich hinzustellen mit beiden Füßen fest in Wohnzimmer, Küche, Bad, die Musik aufzudrehen und die Stimme herzhaft klingen zu lassen. Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid und am vierten Advent werden wir uns schon wieder ein bisschen mehr Richtung Weihnachten bewegen. Und wir müssen natürlich, genauso wie die Dekoration vielleicht zu Hause, auch die richtigen Weihnachtsklassiker langsam auspacken und üben, damit es dann zur richtigen Weihnachtszeit auch funktioniert. Bis dahin, herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal.